So, eine neue Runde kurz geschnackt. Und heute habe ich ein Haus gesehen. Ich bin schon ganz oft in Oldenburg dran vorbeigegangen. Heute hat Herr Sahedi mich eingeladen. Komm noch mal rein. Werkstattfilm. Wo sitzen wir hier? Wir sitzen in Wahlstraße, Mitte der Fußgängerzone, Haus Nummer 24. Und das ist hier ein... Das ist ja die Kinogeschichte Oldenburgs, die Sie hier haben, oder? Richtig. Also der hier ist von Kinogeschichte von 1856, älteste Dokumente und natürlich Filmaufnahme und Fotoaufnahme. Alles rund um Film und Kino und Fotografie in Oldenburg. Oldenburg hatte ja nicht gerade wenig Kinos. Wie viele Kinos kommen wir so mit den ganzen Stadtteilen? Also in den 60er Jahren haben wir über 20 Kinos haben wir gehabt. Das heißt, jeder Stadtteil, egal wo wir, Ostenburg, Eversten, Alexander und so weiter, haben wir, ja, jede Stadtteil hat ja Kino gehabt. Wir sitzen hier in einem Kino, 50 Sitzplätze haben wir hier. Das kann ich sogar mieten, das Kino, wenn ich möchte, oder? Ja, das ist ein sogenannter Wunschkino. Die Leute können selber eigene Filme zeigen oder eigene Gesellschaft. Und da kann man Oldenburger Filme anschauen oder andere Filme, was sie möchten. Die können ja mieten pro Person oder stundenweise. Sie haben vorhin gesagt, ich darf den Preis ja ruhig nennen, wir dürfen ja Werbung machen. 12 Euro unter anderem pro Person, da ist sogar noch Kaffee und Kuchen in einem wunderbar idyllischen Café, was Sie nebenan haben, dabei. Das ist ja unglaublich eigentlich. Ja, also das ist mehr, versuchen wir durch diese Kinoamt oder durch Veranstaltung ein bisschen Oldenburger Geschichte oder Film und bewegte Bilder zeigen. Und ja, 12 Euro pro Person, mindestens müssen 20 Leute sein. Ja. Mit Einnahme versuchen wir den Verein und erhalt die ganze Einrichtung, ja, bewahren. Ich sage zu unseren Fotografen, sage ich ja immer, die sind das Auge der Stadt. Hier, dieses Haus ist ja eigentlich das Gedächtnis der kompletten Region, oder? Sie haben hier oben unterm Dach so viele Schätze, so viele historische Aufnahmen. Das ist ja unglaublich. Von wann bis wann können Sie hier Bewegtbild dokumentieren? Also der älteste Filmaufnahme, was wir haben, von 1905 oder 1910, Rennbahn in Rennplatz hier, oder es gibt, ja, 1910, älteste bewegte Bilder, älteste Fotos, was wir haben, 1880, 1850, ja, und bis Gegenwart. Also man kann die Filme auch alle kaufen hier, das sind wirklich ganz tolle Dokumente, das sind ganz tolle Zeitdokumente. Sie haben hier auch so eine schöne Aktion, so vierteljährlich, sagten Sie, das nennt man dann Fundbüro, wo man sich so alte Fotos mal angucken kann. Ja, und Quizabend praktisch. Ja, so ein Quizabend, wo ist es? Wir werden immer hier in der Wahlstraße, der wird veranstaltet durch unsere Homepage oder durch MWZ bekannt gemacht. Und dann kommen jeder hat Lust, hier kommen und Filme oder Bilder anschaut und dann hilft mit, wo ist was. Ja. Also praktisch so. Super. Ja, und dann kriegen natürlich ein bisschen einen kleinen Preis. Ja. Man kann sich dieses Kino aber auch so anschauen. Sie haben auch, nicht nur, wenn ich einen Kinofilm mir angucken möchte, Sie haben auch so Öffnungszeiten, wo es einen kleinen Eintritt gibt. Der ist ja wirklich, was bezahlt man hier für einen Eintritt, wenn man hier 2 Euro. Sehr humanistisch. Ah ja, wirklich sehr human. Also 2 Euro. Samstag, Sonntag haben Sie gehört? Samstag, Sonntag immer zwischen 14 bis 18 Uhr. Ja. Und da können auch so Leute Ausstellungen anschauen, Filme anschauen, Kaffee oder Tee trinken. Ja, also ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen. Das ist so ein schönes Kleinod. Ich rieche mich gerade auf, dass ich es erst nach einem Jahr kennengelernt habe. Wenn es jetzt so ein bisschen wackelt, ihr kennt das, kurz geschnackt, ist aus der Hand gefilmt. Kommt zur Waldstraße 24, anschauen, diesen wunderschönen Verein unterstützen, Herrn Sahedi unterstützen, der hier wirklich ganz viel Liebe reinsteckt. Wie viele Kollegen arbeiten hier ehrenamtlich? Wie viel seid ihr? Also ehrenamtlich ungefähr knapp 40 Leute. Ja. 40 Leute und dann harte Kern sind 4 bis 8 Leute, die ja praktisch arbeiten. Also meistens sind ehrenamtlich, wir haben 3, 4 Leute, wo bezahlt wird, aber es ist Menge zu tun und möchten wir auch Zukunft von Bewahrung, die ganze Foto- und Filmgeschichte, hoffen wir mehr in, ja, Zugang, mehr im Internet und. Deshalb müssen wir ein bisschen uns neu einstellen. Zukunft. Auf zur Waldstraße 24 in Oldenburg. Es ist interessiert auch die Leute, die nicht direkt in Oldenburg wohnen, wer hier eine Nähe hat zu dieser Region, angucken. Es gibt ganz viele tolle Filme, die man hier auch käuflich erwerben kann als DVD. Hinkommen, anschauen. Herr Sahedi, ich sage danke und wir hören bestimmt öfter voneinander. Danke Ihnen. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.